Hier wären wir, Chef. Endstation. Wenn ich mich nicht irre, benutzt Eleanors Mami Adam, um dem armen Mädchen sämtliche Gedanken und Erinnerungen Raptures einzutrichtern. Lan denkt, dadurch wird die Kleine zu einer Heiligen. Eleanor befindet sich in einem dunklen Raum unterhalb des Fontaine-Hauptquartiers. Und um dich am Leben zu erhalten, müssen wir uns da reinschleichen und sie finden. Diese Einrichtung gehört jetzt der Stadt. Ryan Industries. Zumindest bis die Unruhen abflauen. Es ist zwar bedauerlich, dass solche Maßnahmen ergriffen werden mussten, aber ich muss gestehen, es ist auch erfreulich, dieses Gebäude zum Abbruch freizugeben. Fontaine ist fort. Lamp ist fort. Beinahe jedenfalls. Oktober 1967. Hallo. Mein Name ist Gilbert Alexander. Und in weniger als einer Woche werde ich im klinischen Sinne geisteskrank sein. Ich mache diese Aufnahme noch vorher. Als letzten Versuch, Menschen, für die ich vielleicht eine Bedrohung sein werde, zu helfen, mich auszuschalten. Meine nächste Aufnahme wartet hinter dem Sicherheitscheckpoint auf Sie. Der Bioscan stellt sicher, dass Sie psychisch normal genug sind, um diese Aufnahme überhaupt zu brauchen. Gil Alexander. Wenn ich mich recht erinnere, war er von Anfang an der Entwicklung der Big Daddies beteiligt. Sehr wahrscheinlich, dass er was mit dir und Eleanor zu tun hatte, mein Junge. Stiehlt Firmenvorräte, der freche Mistkerl. Firmen Adam aus Firmenbeständen. Ich hab's gesehen, wie er sich's in den Arm gespritzt hat. Durchsucht ihn. Aber mit dem Stein, er hat sich doch schon gespritzt. Es ist nicht mehr üb.
Wegtreten! Durchs Gefeuer! Weglassen! Ich hoffe, ihr anderen lasst euch das eine Lehre sein. Oh, sie kommen wieder, um sich noch mehr geniale Erfindungen von Fontaine unter den Nagel zu reißen, was? Sie müssen wissen, Sir, ich bin eine juristische Person. Sehen Sie, Sir, ich bin Alexander der Große. Eine Firma ist ein Organismus, mein Freund. Und ich kann dich mit einem Fingerschnippen zurück in den Ozean hinauspissen. Alexander der Große? Verdammt, das muss Gil Alexander sein. Der gleiche Typ, der die Nachricht vorhin hinterlassen hat. Klingt aber ziemlich durchgedreht jetzt. Identifiziere Freigabe-Level. Identifiziert. Klinisches Versuchsobjekt. Klassifikation Protektor. Typenbezeichnung Delta. Status verstorben. Fehler. Status aktualisiert. Bitte warten. Was soll das? Meine Sekretärin bürgt für dich? Delta, du bist einer von den alten Protektoren, was? Du bist ein gutes Produkt, Delta. Ein gutes Produkt. Für die Ewigkeit gebaut. Sieh jetzt nicht hin, aber ich glaube, einer deiner alten Kollegen will dir Hallo sagen. Status aktiv. Zugang gewährt.
Hallo, hier bin ich wieder. Ich wurde einer extrem hohen Dosis Adam ausgesetzt. Wenn Sie dies hören, habe ich die Sicherheitsvorkehrungen für diese Einrichtung bereits massiv hochgefahren. Sie, mein anonymer Freund, müssen diese Sicherheitsvorkehrungen umgehen und mich töten. Bitte glauben Sie mir, wenn ich selbst dazu in der Lage gewesen wäre. Wo wir gerade bei guten Neuigkeiten sind. Sie können die Aufnahme unter diesem Bildschirm dazu benutzen, die Stimmenscanner, auf die Sie stoßen werden, zu passieren und in das Sicherheitsbüro zu gelangen. Das Passwort ist Agnus Dei. Agnus Dei. Betreten bitte Passwort aussprechen. Agnus Dei. Zugang gewährt. Willkommen, Gil Alexander. Das habe ich gehört. Mein Konterfei und meine Stimme sind Firmeneigentum, Delta. Genau wie du. Zwing mich nicht, dich auszuschlachten, Freundchen. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Ich habe dich gewarnt. Wenn du ganz unten bist, durch Qual und Pein, nass und nässe geht's dir rein. Ein Winkelchen für wenig Geld und Loser will zum Superheld. Stärker, schneller, heller sein. Die Zukunft liegt hier bei Fontaine. Zugang verwehrt. Bitte sprechen Sie deutlich. Automatische Deaktivierung für 60 Sekunden. Ah, er blockiert das stimmengesteuerte Schloss mit seinem Gejaule. Sieh zu, ob du ihm die Kontrolle über das Sicherheitssystem des Gebäudes abjagen kannst. Das Sicherheitsbüro liegt weit über deiner Gehaltsklasse. Wenn du dich partout nützlich machen willst, die Klos müssten dringend geschrubbt werden. Hier sind ein, zwei Aushilfen zu deiner Unterstützung. Es scheint, das Gefängnis war der reinste Segen. Ryan ist tot. Er starb durch die Hand seines eigenen Sohnes. Aber viel interessanter ist der innere Zwang, den man seinem Kind einprogrammiert hat, mit dem Code WDSF. Es war eine Art verbaler Auslöser. Worte, denen der Junge unweigerlich gehorchte. Auf eine gewisse Art hatte dieses traurige Ding, dieser Halbmensch, das selbst überwunden. Hochintelligent, aber frei von dem sogenannten freien Willen mit all seinen bequemen blinden Flecken. Was, wenn man ihm befohlen hätte, das Allgemeinwohl zu steigern? Was, wenn er freiwillig gehandelt hätte?
Willkommen im Zirkus der Werte. Ja, gratuliere. Du hast einen Intelligenztest gegen ein Haushaltsgerät gewonnen. Hier spricht Eleanor Lamp. Viele Jahre sind vergangen seit meiner letzten Aufzeichnung. Mutter hat einen Weg gefunden, mich psychisch wiederherzustellen, aber sie kann dieses Ding nicht aus meinem Körper entfernen. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich ein Monster. Ich kann mich nur an sehr wenig erinnern, nur an ein künstliches Gefühl von Frieden und eine zwanghafte Gier nach Adam. Dr. Alexander versucht mir zu helfen. Er ist für meinen Zustand mitverantwortlich, aber er möchte ihn verbessern. Yeah!
Rosen und Sonnenschein bedeutet Engel. Engel erinnern sich, also tun wir es auch. Perfekt für eine Monsterexplosion. Explosives Feuer aus dem Handgelenk. Ideal, um Gegner mit einem Flammenstoß umzupusten. Der nächste Moment. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Situation, bevor Sie handeln. Verblüffen Sie den Gegner mit einer Plasmidüberraschung. Frieren Sie Ihre Gegner ein und zerschlagen Sie sie in 1000 Stücke.
neuen Blick auf die Welt und sagt, das alles gehört. Und er tut es, sei es an Gewalt oder Tücke. Der Tyrann hat die gesamte Schöpfung auf sich selbst. Das Sonne und Mond kreisen nur für ihn. Für den Tyrannen ist Selbstgerechtigkeit nur ein wunderliches Glück. Ihm allein steht es zu. Das stellt alles in Frage. Selbst jetzt, als ich diese Aufnahme mache, kann ich es kaum glauben. Die Psychiatrie war immer mein Fach, um das Bewusstsein in all seinen Schichten zu erforschen. Aber Intelligenz erfordert keine Selbstbeobachtung. Der Sohn Ryans war effektiver als all seine Rivalen mit ihrer Selbstbewusstheit. Er lebte ohne Fragen. Ich könnte das selbst abschaffen und die Welt retten. Der neuen hier bei Fontaine Futuristics entwickelten Plasmid-Technologien ist alles möglich. Die Macht der Götter liegt in ihren Händen. Unsere Eingriffe verlaufen schnell, schmerzfrei und sicher. Oh, danke, Doc. Ich fühle mich großartig. Besser als je zuvor. Wow. Die Resultate sprechen für sich. Investieren Sie noch heute in Plasmid-Technologie. Wage es nicht, diesen Signalsender anzurühren, Delta. Er ist 10-mal so viel wert wie du. Sehr enttäuscht von dir, Delta. Die Zerstörung von Fontaine-Firmeneigentum kann mit fristloser Kündigung geahndet werden. Oder einfacher ausgedrückt, du bist gefeuert. Gefeuert! Gefeuert! Thank you.
Besseres zu tun. Unsere Hoffnung war es, eine Little Sister an einen einzelnen Protektor zu binden. Sie musste also entbehrlich sein, falls etwas schief ginge. Wir konnten es nicht brauchen, dass etwa die Eltern der Mädchen Fragen stellten, während wir solche Vaterbindungen herstellten. Also versorgten wir uns in Fontaines Waisenhäusern und das Verfahren war ein durchschlagender Erfolg. Die Initiative ergreifen. Die Kunden sind hier und du wirst ihnen eine Show bieten, wie in alten Zeiten. Ladies and Gentlemen, von Futuristics lädt sie ein, ihre Skepsis abzulegen, ihre Erwartungen zu steigern und ihre Zweifel zu zerstören. Denn wir präsentieren ihnen ihre revolutionäre unserer Plasmid-Serie zur Heimatverteidigung. Darf ich euch um einen freiwilligen aus dem Publikum bitten? Nur zu, nicht so schüchtern! Wie wär's mit Ihnen, Sir? Nein, der will uns verrechnen nicht. Sie werden. Da hinten! Kommen Sie runter! Einen Applaus für die Arbeit! Du bist ein Dreckwerk! Nur eine einzige Freiwillige? Was ist es denn? Die sind doch so vereinsam! Sie sind allein hier oben! Kommen Sie herunter! Yeah.
bist immer noch ein Siegertyp, Delta. Ohne dich war die Tour noch die Hälfte wert. Wenn man bedenkt, dass du so hochgespleist warst, dass du kaum spielen konntest, als wir dich in diesen Aufzug gestellt haben. Die Fontäne ist dir so gut wie sicher, mein Junge. Immer wenn Ryan mehr Dampf macht, weiß ich, dass ich einen kleinen Schritt näher dran bin, ihn in seinem eigenen Spiel zu schlagen. Aber jetzt ändern sich die Spielregeln. Ryans Jungs, treten mir die Tür ein und denken, sie könnten mir wegnehmen, was mir gehört, und mich in den Rinnstein werfen. Sie kommen zu mir und erwarten eine Mordshow. Aber sie werden nur erleben, wie jemand verschwindet. Auf Wiedersehen, Fontaine. Und hallo, Atlas. Jeder neue Tyrann wagte sich hierher auf der Suche nach Eroberungen, Delta. Fontaine, Ryan und jetzt du. Aber jeder möchte gern, Caesar muss lernen, die Dolche seiner Gefährten zu fürchten. Frage dich, Delta, was hat Sinclair davon, dass er dich hierher führt? Plasmidbranche benötigt letztlich menschliche Testpersonen. Das ist unser schmutziges kleines Geheimnis. Und offen gestanden, Rapture will es auch gar nicht so genau wissen. Hauptsache, das Ergebnis stimmt.
Freiwillige waren dünn gesät, selbst als die Wirtschaft einbrach. Ein Mann namens Sinclair wandte sich an uns. Er hatte scheinbar unbegrenzten Nachschub. Er vermietete die Leute an uns, gefesselt und sediert. Fragen wurden nicht gestellt. Agnus Dei. Zugang gewährt. Willkommen. Alexander. Hallo. Ich muss davon ausgehen, dass Sie nunmehr willens sind, mir zu helfen, mein Leben zu beenden. Im Gegenzug stelle ich Ihnen eine freundlich gesinnte Sicherheitseskorte. Ach. Hier drin gibt es einen Schalter, der Ihnen Zutritt zu den wirklichen Laboratorien verschafft, wo das auf Sie wartet, was von mir übrig ist. Bitte, betätigen Sie ihn. Ah!
sollte Dr. Lambs größte Leistung sein. Ein lebendes Konglomerat von Raptures großen Geistern im Körper eines einzigen Mannes, darauf ausgerichtet, dem Allgemeinwohl zu dienen. Jetzt bin ich für Sie nicht mehr als ein fehlgeschlagenes und daher ein gestelltes Experiment. Meine Punktezahlen bei Intelligenz- und Wertvorstellungstests sind immer noch bemerkenswert, aber ich baue rasch ab. Sie hat mich fallen gelassen und ich habe nicht mehr viel Zeit, bevor ich dem Wahnsinn verfalle. Aus der Zeit, als ich noch geschäftlich hier zu tun hatte, weiß ich, dass diese Oxy-Field-Station da draußen nur ein getarnter Eingang in einen geheimen Gang ist, der nach unten führt. Wenn Lam Eleanor hier irgendwo vor dir versteckt, dann wahrscheinlich dort. Leider schmerzen mich die Lichter hier drin unerträglich in den Augen. Bis sie bei mir sind, um mich zu töten, bleiben sie ausgeschaltet. Bitte suchen Sie die Schalter und betätigen Sie sie. Kommen Sie dann wieder her, um den Strom wieder anzuschalten. Dr. Alexander hat zugestimmt, beide Maßnahmen des Projekts Neues Utopia zu akzeptieren. Er wird eine Art genetische Chimäre werden, die alle Gedankeninhalte Raptures in sich vereint, indem er durch das Adam, das wir gewonnen haben, die Talente und Erinnerungen der Menschen durchdringt. Und ich habe, als Folge von Projekt WDSF, ein alternatives Set von Verhaltensrestriktionen entwickelt. Dr. Alexander wird buchstäblich für das Allgemeinwohl leben. Seine Liebe und Loyalität wird sich gleichmäßig auf die gesamte Menschheit verströmen. Für mich ist das eine schwere Übung in Disziplin. Für ihn wird es Instinkt sein. Sophia glaubt, der perfekte menschliche Altruist ist nur eine Formel, die darauf wartet, von uns berechnet zu werden. Intelligenz und Bewusstheit sind nicht das Gleiche, argumentiert sie. Selbstbewusstheit wird ganz natürlich zur Obsession. Könnten wir also mein Selbstbewusstsein unterdrücken, mich aber gleichzeitig mit der kognitiven Fähigkeit ausstatten, dem Allgemeinwohl zu dienen, könnten wir so den ersten Utopisten erschaffen. Und dann, sagte Sophia, würde endlich Utopia folgen.
Sophia und ich wussten, dass es einen hohen Preis fordern würde, den ersten Utopisten zu erschaffen, mein Freund. Wir brauchten einen Wirt für all das Adam, Raptures hellste Köpfe, ein williges Subjekt, also mich. Das, was Sie in dem Tank gesehen haben, war tatsächlich ich. Ich befürchte, das Schicksal von Eleanor Lamb wird nicht so körperlich greifbar, aber ähnlich grotesk ausfallen. Dieser Behälter für Tiefseelebensformen eignet sich ideal dazu, mich auszuschalten. Aber zuerst müssen Sie genug Pflanzen voll Adam beschaffen, um mich herauszulocken. Die Schnecken ernähren sich von dem Stoff und er ist jetzt alles, was ich will. Ich habe Ihnen eine Probe hinterlassen, damit Sie wissen, wonach Sie suchen müssen. Zu, mein Junge. Diese ganzen Schlüssel, die du beschafft hast, sind alle genetisch kodiert. Und um an Lamb ranzukommen, brauchst du einen vom guten alten Gilda drin. Aber der Reihe nach. Zuerst müssen wir ihn ruhig stellen. Such die Pflanzen, die er erwähnt hat, und lock ihn da raus. Das Ende der Alpha-Serie. Die Paarbindung funktionierte einfach zu gut. Diese irre Tannenbaum hat sich gegen die Firma gestellt und einige der Sisters wieder zu Menschen gemacht. Andere fielen Splicern zum Opfer. Jedenfalls war das Trauma zu viel für die jeweiligen Protektoren. Und das führte dazu, dass sie randalierten oder ins Koma fielen. Wir können ihre selbstmörderischen Tendenzen zügeln, aber das war's dann auch, fürchte ich. Heute habe ich einen in der Nähe eines Gatherers Garden knien sehen. Er hat geweint.
Wir können dich doch in deinem Zustand nicht in den Labors herumrennen lassen. Teufel, was für ein Leben. Rummarschieren und den Daddy spielen, bis irgendein Splicer es schafft, ihre Sister zu killen. Und wenn sie da nicht ins Koma fallen, werden sie wahnsinnig. Und es bleibt ihnen nichts mehr, als zu schreien. Nichts gegen dich, Junge. Wir sollten zusehen, dass du schnellstens zu Eleanor kommst. Dein Körper beginnt, sich selbst zu zerstören. Der Drang, Eleanor zu finden, wird dich Wahnsinn treiben oder ins Koma fallen lassen. Du hast keinen Anspruch auf sie. Deine Entwicklung gehörte zu Raptures größten Sünden. Und doch gibst du nicht auf. Warum nicht? Nein!
Fragen Sie sich, Mr. Meltzer, ist es besser, als unbefugter Eindringling kurzerhand hingerichtet zu werden? Oder möchten Sie lieber vereint werden? Nicht nur mit Ihrer Tochter Cindy, sondern auch mit der Familie Raptures. Es liegt ganz bei Ihnen. Ich rate Ihnen dringend, das Protektor-Programm zu akzeptieren. Sie werden an Ihrer Seite leben und sich an nichts erinnern als an Ihre Liebe zu ihr. Ich bin nicht der Erste, der Rapture gefunden hat, du verrücktes Luder. Und ich werde nicht der Letzte sein. Macht mit mir, was ihr wollt. Solange ich bei Cindy sein kann, bin ich ein glücklicher Mensch.
sind gleich da. Thank you.
Danke. Mutter hat... Die Mädchen flüstern mir etwas zu, Vater. Sie haben dir ein Geschenk hinterlassen im Gatherers Garden. Hol es dir.
heute im Eve's Garden. Es ging übel aus. Mein Samen. Verkauft an den Feind. Die Motive der Hure sind mir gänzlich unklar. Aber Atlas rückt vor und komme, was da wolle. Ich lasse mich nicht zum Sklaven machen. Ich frage mich, sind diese Aufnahmen eine Beichte? Gerade vorher habe ich Sinclair auf dem Flur getroffen. Vielleicht hat er in meinen Augen gelesen. Der Mistkerl hat mich direkt angestarrt und dann vorgeschlagen, ich soll einen Termin bei Dr. Lamb machen. Halt! Gilbert. Es war sein Wille zu sterben, Delta. Um der Allgemeinheit zu dienen, indem er sie vor seinem Wahnsinn schützt. Deine ganze Mission hier basiert auf deiner Weigerung, ebenso zu handeln. Wirst du ihm seine Bitte gewähren, wissend, dass er dem Kollektiv gedient hat? Wiedergeburt, hm? Klar, man lebt ewig, aber ohne den Körper. Ich mag meinen Körper, mein Junge. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass meine Erinnerungen und meine Persönlichkeit im Kopf eines heiligen Kindes gespeichert werden. Wie irgendwelche Bücher, die in einer Bibliothek herumstehen. Sister physisch und mental neu konditioniert und mit Protector-Equipment ausgerüstet, das nach meinen Entwürfen modifiziert wurde. Die Jüngeren titulieren sie als Big Sister. Leider ist das nur ein Notbehelf. Durch die Splicer und den Alterungsprozess der Mädchen werden uns bald geeignete Little Sisters ausgehen. Und dann ja, ist die Erdoberfläche unsere einzige Chance auf Nachschub.
die Bindung zwischen uns hergestellt, Vater. Hier hat man Gott gespielt. Du warst das einzig Gute, was Rapture mir je gegeben hat. Okay, Kumpel, es wird Zeit, die Fische zu füttern. Geh zurück zu Alexanders Tank und wirf die Pflanzen rein. Es war ihr nicht bestimmt, einen Vater zu haben, Delta. Sie sollte die Erbin meines Lebenswerks werden. Und hier hat man sie verändert. Hier hat man sie an dich gebunden. Das Kind, das sie einst war, starb in diesem Raum. Hiermit können Sie den Feind mit einem tödlichen Sturm attackieren. Meistern Sie die Zukunft. Verwenden Sie Scout, um Gegner zu übermannen und Sicherungssysteme sicher zu hacken. Gegner länger ein. Achtung, Erkältungsgefahr. Frieren Sie Ihre Gegner blitzschnell ein. Zur Verwendung, um einen verheerenden Eissturm auf den Gegner loszulassen. Sie brauchen einen Freund? Verwenden Sie dieses Plasmid, um Gegner zu bezaubern. Achtung, nicht jede Freundschaft hält ewig. Sie brauchen dickere Freunde zur Verwendung, um Big Daddy auf Ihre Seite zu ziehen. Behältersystem für Tiefseelebensformen online. An alle Mitarbeiter. Subject Delta ist hiermit entlassen. Geleiten Sie ihn vom Firmengelände. Thank you.
Journalisten mit dieser Bestechungsaktion, diesem Almosen, diesem hanebüchenen, ich verfluche dich, Delta. Perfekt, mein Junge. Du hast ihn am Haken. Benutze jetzt die Konsole, um ihm eine DNS-Probe zu entnehmen. So sollte automatisch ein Genschlüssel hergestellt werden. Nicht in diesem Haus! Den Schlüssel zu Lambs Versteck, Junge. Jetzt brauchst du nur noch zu der Oxyfill-Station zu gehen und ihn benutzen. Es ist vollbracht. Mit dem Druckknopf zur Entsorgung der Proben auf der Bedienpaneele vor Ihnen schicken Sie einen massiven Stromschlag in den Tank. Mehr als ausreichend, um mich zu töten. Egal, was ich sage, um Sie davon abzuhalten, hören Sie nicht auf mich. Der Mensch, der ich einmal war, existiert schon lange nicht mehr. Während mein Geist erlischt, muss ich an das Leid denken, das Eleanor wird ertragen müssen. Und Mitleid übermannt mich. Aber ich kann nur meine Gebete anbieten. Vielleicht können Sie nach meinem Tod mehr ausrichten. Und jetzt bitte ich Sie, mir Frieden zu schenken. Leben Sie wohl, mein Freund, und meinen aufrichtigen Dank. Elinors Zustand könnte sich letztlich als Segen erweisen. Frühere Splicing-Tests ergaben null Genschäden aufgrund ihres Zustands als Little Sister. Es scheint, dass sie unser neues Medium ist. Dies läuft allerdings nicht auf eine reine Persönlichkeitsspaltung hinaus. Raptures Genie wird in ihrer neuen DNA kodiert sein und es wird sich willkürlich in den gewünschten Erscheinungsformen zeigen. Ein Utopist kann nicht auf einen einzigen Wurf des genetischen Würfelspiels beschränkt werden. Wenn es nötig ist, wird sie Komponistin sein, Tänzerin, Ingenieurin. Sie wird wahrhaft die Tochter des Volkes sein. Persephone, wir sind endlich da. Finde Eleanor, mein Junge, und zwar schnell. Ihre Mami hat ganz Rapture mobilisiert, um zu verhindern, dass ihr zusammenkommt.